I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. You know I was supposed to have today off, right? Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Ja, dann schauen wir uns mal alles an. Das Foto. Das nehmen wir mal mit, oder? Katzi. Das werfen wir weg da oben. Die Unterlagen brauchen wir ja dann nicht mehr. Wir werden hier rausgeworfen. Können wir alles wegschmeißen. Genau. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Trusty keeper of my graffiti pens. Tja, brauchen wir ja nicht mehr. Stehen die Namen dran. Wer den Splint hatte. Puh, schmeißen wir einfach alles weg. Er guckt auch schon. Soll er das doch dem Direktor erzählen? Mir egal. Der kann mir doch sowieso nichts mehr. Der hat mich ja schon rausgeworfen. Der hat gar keine Rechthabe mehr, keine Handhabe. Und überhaupt keine Habe mehr. Der hat nichts mehr. Jackpot. Da ist er. What the hell? Hey. Damn it, Justin. Na toll, jetzt hat er doch glatt unseren Joint geklaut. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Ein letztes Mal sozusagen. Dass wir hier reingehen, da müssen wir uns doch mal ein bisschen rächen. Nur keinen Zentimeter auslassen, alles voll malen. Ja, größer geht der Stinkfinger kaum noch. Threat. No care, no care, no care, no care, no care.
Wenn es auch Leute gibt, die es nicht gern sehen, da, was wir da gemacht haben, aber es sieht cool aus. Ja, das glaube ich. Das ist jetzt mal erstmal ein Schock. Later, Skip. Later. Looks like David's here. Awesome. Ankündigung. Normal muss ich das gar nicht mehr. Interessiert uns das ja alles gar nicht mehr. Schule und so, wir sind hier raus. Das auch uninteressant, uninteressant, Treppe uninteressant. Das Schild interessiert uns auch nicht mehr, drogenfreie Zone. Wenn wir einen Joint rauchen wollen, dann tun wir es halt. Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Damn, I guess I will miss one thing about this place. Das ist doch ein Chrysler 300 oder sowas in der Art. Ja, das soll so einer sein. Mhm. Ui. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Flugblatt, uninteressant. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Okay. Thanks. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Right. Good call. Did you get my text? About hanging out afterwards. Sorry, Elliot, but I'm probably gonna hang out with Rachel. You know, post show celebration and whatever. Oh, cool. That makes sense. I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. Bis später. Ist eben alles doof. Wir sind rausgeflogen und jetzt gibt es einen Haufen Ärger, wenn wir da rüber gehen, da hinten. Ich will gar nicht dahin gehen. Someone's trying a bit too hard with those bumper stickers. Ja, naja. Wenn's ihm gefällt, uns nicht, aber eine Bierflasche. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. Oh oh. Jetzt gehen wir. David, please. Immer näher und der Schnurrbart da, der motzt schon. Chloe. Your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother?
I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Maybe... I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude going forward. Incident? What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me, swore at me. But with an apology, I'm willing to start over. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? Oi. If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Leute, ich muss euch sagen, ich hätte das aber auch so gemacht. Fine. You wanna see my shit so badly? Obwohl es sehr brutal aussieht und man denkt, ach nee, und so, die vertrauen mir nicht und jetzt muss ich meine Hosen runterlassen, auf Deutsch gesagt, aber eigentlich ist es so am besten. Egal, was wir dabei haben, wir müssen von vorne anfangen. Sucks even worse than invading someone's privacy. Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you, but that's no excuse. Joyce, you can't start apologizing now. Wie soll man ihr dann vertrauen? Irgendwie ist es ja auch so. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. Well, what does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling.
Es ist sehr schwer für dich im Moment alles. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Ach, Chloe. Es ist schwer für dich, aber... Es ist besser so. Hey! There is no home. Not if he's there. Ach. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass sie weggeht. Ich dachte, sie steigt ein da und dann ist alles gut. Oder zumindest bemüht sie sich, sag ich mal, aber irgendwie ändert sich gar nicht. Sie hasst ihn einfach nur, sie sieht gar nicht ein, dass ihre Mutter glücklich sein möchte. Sie will ihn einfach nicht in ihr Leben lassen. Schon wieder raucht sie. Wenn es jetzt auch kein Joint ist, aber trotzdem. Naja, sie tut sich nicht wirklich was Gutes damit, mit dem Rauchen. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Sie läuft vor der Verantwortung weg. Einfach nichts machen. Für nichts verantwortlich sein. Einfach machen, was sie will. Egal, ob sie anderen schadet damit oder nicht. Naja, nicht ganz so, ne, würde ich mal sagen. Sie will eigentlich gar nicht anderen Leuten schaden. Genau das vermeidet sie ja. Aber trotzdem denkt sie, dass alle Menschen böse sind, dass alle gegen sie sind, dass keiner sie mag, dass es vielleicht möglicherweise gar nicht wert ist, weiterzuleben, wer weiß. Aber das stimmt nicht, das ist ein Irrtum. Es lohnt sich immer weiterzuleben, es gibt immer irgendeinen Menschen. Ich glaube es jetzt mal nicht. The first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. Ich glaube es mal nicht, dass man das Auto reparieren kann. Was ist denn eigentlich hier? Hier sind die ganzen Nachrichten. Vielleicht brauche ich nur meine Mama zurück. Vielleicht brauche ich meine Tochter und so weiter. Einmelden. Neuigkeit zum Feuer. Ah, das war abends.
Ja. Okay, machen wir weiter. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Mit dem Schuhbiss kann man auch nichts machen. Der ist ja auch kaputt. I guess I'll never ride one of these again. That's so awesome. You're a long way from the beach. Ziel überprüfen, Batterie finden und den Truck einbauen. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Traurig, traurig, dass du so denkst. Du gibst dem Ganzen überhaupt keine Chance. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Du versuchst es gar nicht erst. What are you trying to hide under their hood? Hm, geht nicht auf. Das wäre wohl auch zu einfach gewesen, glaube ich, oder? Ach nee, wir müssen nur den Riegel ziehen. Stimmt, deswegen ist das noch gesperrt. Was haben wir denn da? Ob da noch Saft drauf ist? Ui, den haben sie abgeschleppt. Den haben sie beschlagnahmt. Der war entweder nicht angemeldet oder derjenige hat seine Steuern nicht bezahlt. Gut, dann gehen wir wieder zurück zum Auto. Wo ist denn das? Ach da. Genau, da ist das Auto. Oh. Da ist Saft drauf, auf jeden Fall. Ob wir damit das Auto jetzt repariert haben? Hm, ich weiß nicht. Keine Schlüssel. Naja, das Schraubenzieher tut's auch. Love than I can give right now. Ja, das dachte ich mir auch schon. Das wäre zu einfach gewesen. Maybe I can spruce it up a bit. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Ja, ja, genau. Und dann fahren wir damit probably rum, oder? A good idea to cover over this with something. Alles muss abgedeckt werden. Warum decken wir nicht das ganze Auto ab? Das wäre doch auch noch nicht schlecht. Ne? Naja, so hat man wenigstens was zu tun. Dann geh doch mal raus. Maybe there's another light bulb I can put in here. Jetzt aber rauskommen. Wir haben doch alles gesehen. Wir brauchen eine Glühbirne. Ich habe doch vorhin eine gesehen, okay. Da. Let's see what else this trash heap has to offer. Die Schaufensterpuppe, die bringt mir, glaube ich, jetzt nichts. Aber hier war doch eine Glühbirne. Das Schild vielleicht? Don't tell me what to do. Ja, das hätte man auf den Boden legen können, aber wenn du das nicht willst. Hier ist eine Glühbirne. You might not work. Then again, I hardly ever work. Ja, Birne haben wir. Jetzt brauchen wir noch was zum Abdecken. Irgendwie eine Automatte oder so, eine Fußmatte. Vielleicht. Da ist keine.